Bevor wir mit dem Video starten, ist es Fütterungszeit. Und zwar füttern wir den kleinen Krillin an meine Hausspinne aus der Familie der Visorax. Na toll. Jo, moin Leute, willkommen zu einem weiteren Manga-Video und zwar zu einer weiteren Folge von meinem Format Geblättert. Die Manga-Reihe, die ich gleich vorstellen werde, hat zwei Seiten und die werden wir gleich erleuchten. Nämlich, weil die eine Seite aus Licht, Wahrheit und Vernunft besteht, während die andere Seite ganz klar finster ist, sektisch ist und irgendwie den Tunnel verpasst hat. Wir reden heute über One Punch Man und zwar Nummer 25 und Nummer 26. One Punch Man, eine so unglaublich starke Reihe. Aber was sind die beiden Gruppen? Ihr seht es, 25, 26 Bände, das ist schon sehr, sehr viel. Und in der Zeit hat sich One Punch Man entschieden, einen bestimmten Weg zu gehen. One, derjenige, der die Story macht, hat beschlossen, unseren Hauptprotagonisten, Saitama, den One Punch Man, etwas in die Ecke zu packen. Das bedeutet, dass Saitama jetzt zum Beispiel in diesen Bänden und in sehr, sehr vielen Bänden davor immer weiter nach hinten rückt. Wir sehen noch einiges von ihm. Das heißt, er ist nicht aus der Welt. Wir sehen auch, wie er was macht und er ist noch mit aktiv. Hier sind wir zum Beispiel im Monster Association Arc immer noch. Und natürlich ist Saitama auch dabei. Aber er ist nicht mehr im Fokus. Und das triggert eben die zweite Seite der One Punch Man Gemeinde. Diejenigen, die sagen, boah, die aktuellen One Punch Man Lage ist voll scheiße, weil Saitama nicht da ist. Weil der Hauptcharakter nicht im Vordergrund steht, sondern die Side-Character. Und wirklich die Side-Side-Character im Vordergrund steht. Und das stört diese Leute und ich verstehe das überhaupt nicht. Ich liebe One Punch Man seit Band 1. Sowohl als Saitama komplett im Fokus war und noch mehr liebe ich es, seitdem Saitama nicht mehr im Fokus ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Saitama nicht feiere. Ich liebe Saitama als Charakter. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Saitama ein ganz besonderer Charakter ist. Der One Punch Man. Da musst du ganz genau hingucken, wie du mit diesem Charakter arbeitest. Und ich finde, One hat das genau richtig gemacht. Er kommt in den passenden Momenten, er ist rumrum und macht immer noch seine Jokes, weil One Punch Man auch ein sehr, sehr lustiger Manga ist. Aber lassen wir doch die Side-Character ein bisschen leuchten. Und das liebe ich. Ich liebe die Side-Character und die Side-Side-Character. Um genau zu sagen, One Punch Man... One Punch... Es gibt nämlich in One Punch Man keinen einzigen Charakter, den ich schlecht finde. Und das ist eigentlich sehr, sehr selten, dass du so eine Reihe nennen kannst, wo du keinen einzigen Charakter blöd, langweilig, schlecht findest. Ich liebe jeden Charakter, besonders die Side-Side-Charakter, wenn die kämpfen. Denn im Monster Association Arc geht es richtig zu. Die Kämpfe von Band 25. Chakuizel, das war so unglaublich krass, was hier einfach nur passiert ist. Leute, das Ding ist, du hast die ultimativ geile Story. Und das Ganze gezeichnet von Murata und ich versuche eine Zeitung zu finden, ohne irgendwas zu spoilern, um einfach die Brutalität von Murata einfach zu zeigen. Das ist der Wahnsinn. Also es reicht, glaube ich, wenn wir das so zeigen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also und das ist noch eine in Klammern schwache Zeichnung von Murata. Auf jeden Fall, die Kämpfe sind so schnell hier, so heftig, was die Charakter machen. Leute, die gehen einfach aus dem Bild. Und sie kommen einfach wieder. Die sind so krass. Ey, langsam reicht's. Die sind so krass schnell unterwegs, die Charakter. Einfach nur geil. Band Nummer 26 wirft das Ganze nochmal in eine ganz andere Ebene. Ich meine, guckt euch die schöne Dame hier vorne an. Ey, was hier abgeht an Kraft einfach, ja? Man kennt's damals. Damals, als Naruto das erste Mal lief, das war ganz lustig, weil natürlich sofort mit Dragon Ball verglichen wurde. Und damals hieß es immer, Naruto der Baumstupser. Seine Fähigkeiten erlauben ihn, einen Baum zu stupsen. Das war damals so ein Joke in meiner Schule und Naruto. Aber, Bruder, wenn das zu meiner Schulzeit laufen würde, dann würde man sagen, One Punch Man, der Stadtzerstörer, der Tunnelzerstörer. Auch jetzt kein Universellzerstörer bei Dragon Ball. Dragon Ball ist einzigartig. Aber es ist so geil und die Power-Scalings sind so ultimativ cool und die Charakter, die hier auftreten, wo du denkst, hat der überhaupt eine Chance? Und dann holt der, weil seine Willenskraft stark ist oder weil er einen Ass im Ärmel hat oder weil er so krass Techniken hat, holt der nochmal alles raus und es ist so krass, wieder besonders 26. Boah, ah, ich habe auf Insta habe ich ein paar Bilder gepostet mal zu einem Kapitel, was ich hier gelesen habe, wo man eine Zeichnung sieht von Murata über einen der Hauptbösewichte. Brett!
Es ist einfach nur ein Brett. Und jedes Ende von One Punch Man in One Punch Man Bänden ist wieder so geil, weil du denkst dir so, nein, die treffen jetzt aufeinander? Nein, die machen jetzt so, die gehen Hand in Hand und verbünden sich jetzt gegen den und den. Und kommt der jetzt wirklich und holt er seine Technik jetzt noch raus? Es ist so spannend und ich liebe es und ich freue mich jetzt schon auf Band 27. Ich warte immer, bis ich so 2, 3, sogar 4 Bände von One Punch Man habe, weil ich dann wieder in 2 Stück durchlesen möchte. Ich kann einfach nicht nur ein Band von One Punch Man lesen. Ich muss mindestens 2 lesen. Ich liebe One Punch Man und ich kann es euch nur empfehlen, Leute. Der Monster Association Arc, ich liebe ihn, er ist großartig. One Punch Man allgemein ist großartig. Falls ihr noch nicht angefangen habt zu lesen oder den Anime geguckt habt, gönnt euch den Manga, denn die Zeichnungen von Murata sind der absolute Wahnsinn. Gönnt euch, meine Lieben, One Punch Man. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und das war's mit der Folge Geblättert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz genau, ich hab's geschafft, dass diese Spinne nicht runtergefallen ist. Bis zum nächsten Mal, euer Kevin Reis.